Hallo, ich bin Asma von Spaniens Genusswelten. Heute mache ich uns Patatas de Pobre. Das sind die Kartoffeln des armen Mannes. Und warum die aber nicht so arm sind, warum das kein arme Leute essen ist, dass es auch in der Sterne-Gastronomie in Spanien dieses Gericht gibt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr mehr dazu gleich. Was brauchen wir für Patatas de Pobre? Tolle, tolle Kartoffeln. Richtig tolle Drillinge, passen ganz gut. Paprikas, einmal rot, einmal grün. Wir machen das auch noch so, wie es mein Papa gern gemocht hat. Wir schlagen noch zwei Eier rein. Eine Zwiebel, ein tolles Olivenöl und für den Kniff vom Schluss Pimenta Spellet. Patatas de Pobre. Die Kartoffeln des armen Mannes. Immer wieder gut und es kommt immer auf das Gleiche hinaus, was ich auch in den anderen Videos oft schon gesagt habe. Es ist die Qualität der Produkte. Gute Zutaten geben meist ein sehr gutes Ergebnis und das sieht man auch an diesem Gericht. Die Kartoffeln werden wir erstmal klein schneiden, die kommen als erstes in die Pfanne. Bei der ist es gut, die Schale ist ganz dünn. Und es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen interessanten Geschmack. So, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, damit euch die Patatas de Pobre gut gelingen. Ich habe die Kartoffeln klein geschnitten und reingelegt. Die Zwiebel habe ich oben geparkt, aber die hat noch in keinster Weise mit Öl, stand sie jetzt in Berührung. Die Kartoffel war jetzt 6 Minuten die untere Seite am Braten und das ist wichtig, damit die Zwiebel, die jetzt roh ist, später gar wird. Weil sonst wird nämlich die Zwiebel braun, zu braun und das soll es ja nicht, die soll ja nur so leicht glasig werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Die spanische Küche ist ein Geduldsspiel. Ich habe meist beim Induktionsherd immer meine Pfanne zwischen 4, 5 und maximal auch 6. Nie auf 8 oder 9. Nie. Es sei denn, ich koche Wasser. Dann muss es schnell gehen. Aber alle Pfannengerichte mache ich wirklich auf sehr gemütlicher, halber Flamme. Man kann auch sagen, Mensch, wann ist denn die richtige Zeit? Die Kartoffel, wenn die einen halben Zentimeter geschnitten ist, braucht die gut 10 Minuten, 12 Minuten an Bratzeit. Das ist auch die Zeit, die ich ungefähr auch brauche, um das restliche Gemüse klein zu schneiden. Die knusprige Kartoffel, die weiche Zwiebel und den Twist mit der roten und grünen Paprika ist genau das, was es ausmacht. Dass es sehr geschmackvoll ist, verschiedene Texturen aufeinander kommen. Mein Vater wollte unbedingt dann noch Eier dazu und zwar nicht irgendwie normal zerkleppert, nur so leicht zerstört. Ich zeige euch das ganz genau, was er gemeint hat.
und dann oben drüber einfach noch was Schärferes und das ist die Piment d'Espelette. Das ist eine baskisch-französische Paprikaschote, die in der spanischen Küche sehr oft verwendet wird, wird aber tatsächlich nur auf der französisch-baskischen Seite angebaut. Das langsam auch vor sich hinschmuggeln, so nenne ich das auch. Langsame Temperatur, die Kartoffel quietscht irgendwann mal. Jetzt denkt ihr so, hä, quietschen? Ja, sie quietscht. Sie brutzelt nicht so, ja, so ganz, ja, nicht so ganz schnell. Das ist nicht das Geräusch vom Frittieren. Und wenn ihr diese Kartoffel zum Quietschen bringt, dann seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg. In den Videos beispielsweise von der Tortilla habe ich auch schon mal erklärt, dass die Eier gut aufgeschlagen werden sollen, damit Luft reinkommt, die Luftbläschen. Mein Vater möchte oder mochte in seinen Patatas de Pobre, dass man das Eiweiß sieht und den Dotter, also die zwei Farben in der Pfanne. Man schlägt quasi nur zweimal auf und dann ist das Thema erledigt. Mehr sollte das Ei nicht aufgeschlagen sein für meinen Vater. So. Fertig. Also nur die Dotter werden zerstört. Und ihr seht es auch. Man sieht noch das Eiweiß und den gelben Dotter. Das gibt dem Ganzen auch einen interessanten Twist. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen zusammengefallen. Ich habe jetzt auch mal so einen Piekstest an die Kartoffel gemacht. Ja, die Kartoffel ist da. Wir werden jetzt salzen. Das Ei haben wir nicht gesalzen. Oh, das duftet. Yummy. So, ich mache mal hier so ein Bett für die Eier. Schütten das hier so drüber und machen gleich noch so ein bisschen Espelette drüber. So, das sind Patatas de Pobre, die Kartoffeln des armen Mannes. Das hat nichts mit armen Leute essen, das ist richtig toll. Wenn euch die Rezeptideen gefallen, dann abonniert gerne den Kanal, lasst uns einen Daumen da, kommentiert fleißig, wir freuen uns immer. Und ja, lasst uns das jetzt hier schmecken.